freuen uns, dass heute Abend vom WDR zu uns gekommen ist Sonja Mikic. Ja, das ist wirklich sehr viel schöner, als vor einer Studiokamera zu stehen. Ich habe gerade gehört, 50.000 Leute hier auf dem Feld. Und dann bestimmt noch ein paar Tausend ringsum. Also ganz toll. Liebe Kölnerinnen und Kölner, Inländer, Ausländer, liebe Immis, liebe Sympathisanten. Vor 20 Jahren war ich nicht in Köln, ich arbeitete in Moskau und bekam von Ferne mit, dass mein Köln aufstand. Gegen Neonazis, Rassismus und Ausgrenzung. Und mein Gott, war ich stolz auf diese 100.000 Leute auf dem Klotwigplatz. Das war super. Ich bin Immi, ich bin also halbe Deutsche, halbe Jugoslawin bzw. Serbin. Mein Großvater war Italiener, ich bin in Großbritannien geboren. Und ich sag Ihnen und ich sag euch, da kamen wirklich super Heimatgefühle auf. Am 9. November 1992 wehrten sich die Menschen hier gegen die Welle ausländerfeindlicher Gewalttaten im noch jungen, vereinten Deutschland der frühen 90er. Aufgerufen zum Protest hatten Kölner Musiker unter dem Motto Arsch, Hu, Zeng, auseinander, so ungefähr klingt das bei mir. Titel des zentralen Songs, den alle eigens für die Veranstaltung eingespielt hatten. Und da zündete etwas, und ich nenne es einfach mal pathetisch, die wehrhafte Demokratie. In der Stadt und in der Region entstehen Projekte und Initiativen, die das Zusammenleben zwischen Deutschen und Ausländern verbessern wollen und der rechten Gewalt den Kampf ansagen. Aber die Musiker, die zum Protest aufgerufen haben, die wollten mehr als nur, das heißt ja immer so schön, ein Zeichen setzen. Sie gründen einen Verein, engagieren sich auch in den folgenden Jahren in ungezählten Einzelaktionen, Benefizkonzerten, Podiumsdiskussionen. Es geht ihnen um Völkerverständigung, um Aufklärung, großen Worte, aber auch, einfach auch um praktische Arbeit. Und es bleibt auch nicht bei diesem Auftakt. Im Dezember 1993 laden die Musiker 400 Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Kultur zum Kongress 173 Völker, eine Stadt ein. Aus vielen Perspektiven werden Ideen gesucht, damit das Zusammenleben zwischen Deutschen, weniger Deutschen und Nichtdeutschen besser wird. In den vergangenen 20 Jahren hat die Frage nach Rassismus und Diskriminierung wirklich nicht von ihrer Wucht verloren. Immer wieder zeigen sich die Nazis völlig unverhohlen, auch hier bei uns in Köln. Ihre populistische Ausgabe in Gestalt von Pro Köln schafft es immer wieder, Plätze im Kölner Stadtrat zu besetzen. Und sie waren auch die mit Hetze gegen die Moschee unser Köln spalten wollten. Und auch wissen wir seit einigen Monaten, dass Menschen, dass diese Neonazis bereit sind, für ihre Ideologie zu morden. Der NSU-Anschlag in der Kreuzstraße brachte Terror auch nach Köln. Es ist erschreckend, es sind eben nicht nur die Glatzen und die Stiefelträger, die den Zusammenhalt gefährden. Dieses üble, braune Gedankengut ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Studie Deutsche Zustände des Soziologen Wilhelm Heidmeier von 2011 liefert ernüchternde Zahlen. Hört's mal genau an. 50% der Deutschen sind der Ansicht, Deutschland sei in gefährlichem Maße überfremdet. Da ist Sarrazin nicht weit. Das andere verstört. Den anderen wird ihr Anderssein übel genommen. Und das ist die Wurzel von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Und je weniger eine Gesellschaft das andere aushält, umso leichter macht sie es den rechten Verführern. Dagegen wehren wir uns. Nicht nur der Ton gegen die anderen wird schärfer.
Da ist die Bereitschaft, gegen sie sogar auf die Straße zu gehen, Gewalt zu billigen, Gewalt anzuwenden. Die Musiker und Künstler der Arschhu AG wollen den Jahrestag nutzen, um sich bei allen zu bedanken, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten für gemeinsame Ziele engagiert haben, in Köln, im ganzen Land. Aber am 20. Jahrestag von Arschhu Zeng Auseinander gibt es eben nicht nur den Grund zu feiern. Es bleibt auch ein Tag des Protestes und der Wut. Wir, unser, uns, wer gehört dazu? Wie tickt eine solidarische, gerechte Stadtgesellschaft? Es geht nicht mehr nur um ein Nein zu Rassismus. Zu den gesellschaftlichen Verlierern gehören vor allem die Armen in unserer Stadt, von denen es immer mehr gibt. Langzeitarbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, Asylbewerber. Wir sagen, Diskriminierung, Menschenrechtsverletzung, Rassismus, Ausgrenzung, Ausbeutung sind nicht normal, sind nicht ein Kollateralschaden, den eine Demokratie nach Kassenlage irgendwie hinnehmen muss. Gemeinwohl ist das Gegengift zu Engstirnigkeit. Wir gehören zusammen. Wir, unser, uns. Und wir richten uns gegen das soziale Auseinanderbrechen unserer Stadtgesellschaft. Die Ursachen der Armut zu bekämpfen, heißt aktiv einen Beitrag für Toleranz und gegen Rassismus und Diskriminierung zu leisten. 20 Jahre danach heißt es deshalb Arschhu Zeng Auseinander gegen Neonazis, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, für eine solidarische Stadtgesellschaft. Applaus